ein atavistisches Symbol für viele Dinge. So viele, dass einige von ihnen nicht in der Öffentlichkeit erwähnt werden dürfen. Na gut. Seine Form erinnert mich an... Nein, nein, das ist nur meine Fantasie. Ich würde gerne auf Bäume klettern, aber in diesem Outfit... Jean-Michel, sag deiner Tochter, sie soll da runterkommen. Man sieht ja die Unterwäsche. Um Himmels Willen, sie ist eine Allaire. Wenn ich ein großer, starker Gallier wäre, würde ich ihn auf dem Rücken tragen. Also okay. Ich würde es gerne spielen können. Okay. Egal, was Dan sagt. Ich werde nichts essen, während ich bauchfrei herumlaufe. Er bläht sich sonst auf und ich sehe dick aus. Oh, hey. Liz, nochmal werfen, Messer. Okay. Mal schauen. Ja, genau. Nee, geht nicht, schade. Liz, schlechte Schütze. Messer, falsch. Hallo, Dan. Hallo, Liz. Kennt Dan FitzRandolph? Dan nicht kennen wollen. FitzRandolph. Schon wieder. Dan allein im Dschungel leben? Dan Junggesellenhütte. Dan Frau in Junggesellenhütte bringen. Liz in Junggesellenhütte möchten? Liz nie bei erstem Date. Ach man. Dan keine Freunde? Dschungel viele Junggesellenhütten. Schamane Dans bester Freund. Okay. Schamane weit weg wohnen? Schamane in der Nähe wohnen. Über Dans Kopf. Schamane besprechen müde. Alles klar. Bis dann, Dan. Bis dann, Liz. Na gut, dann weiter hoch. FitzRandolph ist gut. Was? FitzRandolph liebt uns alle. Ha! Jetzt weiß ich, wer die andere Liz dazu bringt, solchen Blödsinn zu reden. Okay. Da ist eine Platte drauf. Wie eine LP, aber größer. Ist gut. Ich würde die Platte gern anhalten, aber die Roboter sind viel stärker als ich. Okay. FitzRandolph liebt uns alle. Er hat schon seine eigene Trommel. Doppelt sogar. Ah. Er bestimmt den Arbeitsrhythmus der Roboter. Jetzt ist er dran. Ist gut. Yep. Hey, Pausbacke! Pausbacke? FitzRandolph liebt uns alle. Merkwürdig. Er kann mich weder sehen noch hören. Umso besser. Okay, mal schauen. Was haben wir hier so Feines? FitzRandolph ist gut. Okay, was ist das? Ein Wagen? Da ist etwas drin. Hol ihn dir. FitzRandolph liebt uns alle. Ein Fallschirm? Die Autos werden doch von Tag zu Tag unsicherer. Interessant. FitzRandolph ist gut. Durch diesen und den anderen kommt die Stimme, die mein anderes Ich manipuliert. Na gut, gucken wir uns noch woanders um. Was ist auf der 30? Aha. Aber das ist ja Anne-Marie. Auch wenn es Liz noch nicht wusste, war die Hilfe ihrer Schwester Anne-Marie absolut unerlässlich für sie. Wie würde die Hilfe wohl aussehen? Ach du Schande. Gehört die Jacke dir? Die hat mir ein Kunde geschenkt, Punkt. Ein Boxer, Komma. Der Typ mit den Eintrittskarten, Punkt. Aber du weißt schon, Komma, das ist nicht mein Stil, Punkt. Wenn du sie haben willst, Komma, gehört sie dir. Punkt. Ich mag sie nicht. Ich behalte sie. Sie ist scheußlich. Danke.
Man muss Sport lieben, um sowas zu tragen. Ah ja. Ritual von Queenie Allaire, okay. Ich glaube, ich habe Queenie beobachtet, als sie es malte. Ich habe mir die Hände lange nicht gewaschen. Ich mache es lieber nicht schmutzig. Okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas? In Los Angeles ist man mit 35 älter als die meisten Gebäude. Delia Ephron. Also B. Wenn man die Kurbel dreht, bewegt sich der Schreibtisch und wird zum Liebesnest. Ah ja. Gucken wir mal. Da bin ich gespannt. Ach nein. Wenn man sie dreht, dann löst sie sich. Das ist ja einfach und effektiv. Na supi. Na gut, auf zum letzten Teil. Ach, da sind wir hier wieder. Ob wir Dan vielleicht die Jacke geben können? Nee, können wir nicht. Schade. Eine Boxerjacke. Igitt. Ein Überraschungsrucksack. Ja, da haben ja wieder mal eine ganze Menge gefehlt. Irgendwie kann ich es so schlecht einschätzen. Na gut. Mal schauen. Nein, da sind wir falsch. Kleinen Tipp habe ich ja schon mal. Und zwar muss hier irgendwo was sein. Da steht eine typische Knotenlampe drauf. Ich mag die Lampe gern, aber ich lasse sie da stehen. Denn hier irgendwo... Oder müssen wir die nochmal ansprechen? Irgendwo soll nämlich ein Magnet sein. Hallo. Hallo. Kann es sein, dass die Frau mit der Schminke wieder da ist? Warte hier auf mich. Ja, wir sind so gemein. Aber lass schnell. Bestimmt ist da doch Schminke drin. Mal gucken. Nein. Aber das Armband kommt weg. Das ist nicht mein Stil. Und ich lasse es nicht zu, dass Liz sowas trägt. Und auch nicht, dass sie ein Spektakel besucht, bei dem zwei Tiere aufeinander eindreschen. Wie kann Fitz Randolph sie so negativ beeinflussen? Das lohnt doch die Mühe nicht. Okay, dann nicht mehr. Nützliche Schachtel, okay? Will ich das schon extra schreiben? Mal sehen. Ein Kabelbinder. Ach, wie süß. Und ein Magnet. Haha. Pro, besser die zwei Dinge zu haben, als sie nicht zu haben. Nicht. Na gut, jetzt schaffen wir es. Denn jetzt können wir schon das Messer werfen gewinnen. Zwar indem wir was soll der Scheiß? Indem wir den Magneten mit dem Apfel verbinden. Prima Idee. Frag mich nicht, wie sie den da reingekriegt hat. Na gut. Liz nochmal werfen, Messer. Diesmal dürfte es ja klappen. Liz, sehr gute Schützin. Dan überrascht. Ha, weil Liz gemogelt. Liz Magnet in Apfel getan. Dan nicht kennen Wort Magnet. Schön. Liz große Schützin. Liz erhalten Dans Messer. Liz Dan Danke sagen. Super. Und so bestand Liz dank ihrer Klugheit und Dans beschränktem Wortschatz die Messerwurfprüfung. Super. Aber ich glaube, dem können wir auch die Eintrittskarten geben. Da es sich um diese Person handelt, werde ich sie als Tauschobjekt für später behalten. Man weiß ja nie. Okay, dann nicht. Für wen hält er sich? Wahrscheinlich für Tarzan, so wie er aussieht. Hallo, Dan! Hallo, Liz. Kennt Dan Celsius? Dan nicht kennen Wort
Celsius. Okay. Denn keine Freunde? Dschungel, viele Junggesellenhütten. Schamane, Dans, bester Freund. Okay. Schamane besprechen müde. Liz sprechen Krokodile. Okay. Du Krokodile kämpfen? Denn stark. Denn großer Krieger. Denn Krokodile Messer von Ferne werfen. Liz im Krokodilmaul gewesen. Denn nicht glauben. Liz irre. Leben wie Krokodil sein. Manchmal Plüsch, manchmal beißen. Denn verstehen nicht. Sprechen Krokodil müde. Bis dann, Dan. Bis dann, Liz. Alles klar. Hallo, Dan. Hallo? Ja, ja. Dan, keine Freunde? Jo. Schamane weit weg wohnen? Schamane in der Nähe wohnen. Über Dans Kopf. Schamane besprechen müde. Bis dann, Dan. Bis dann. Oder müssen wir erst noch zu der anderen? Nee, das ist wieder falsch. Ach. Was ist hier? Ja, hier müssen wir hin. Vielleicht kann uns die gute Schwester ja was trommeln. Ich habe ein Tamtam. Könntest du es für mich spielen? Natürlich, Punkt. Hast du eine Partitur? Fragezeichen? Leider nicht. Elizabeth, Komma. Ich spiele nie ohne Partitur, Punkt. Ich improvisiere nie, Punkt. Wenn du willst, Komma, dass ich spiele, Komma, besorg mir eine Tamtam-Partitur und ich werde sie dir gerne vorspielen, Punkt. Na toll. Wo sollen wir das jetzt herkriegen? Na, bestimmt von Dan. Mal gucken, können wir ihm vielleicht das Tamtam zeigen. Dan, du Tamtam spielen? Dan, Krieger. Dan, stark. Dan, nicht Musik. Okay. Hallo, Dan. Hallo, Liz. Kennt Dan die andere Liz? Andere Liz? Dan nicht kennen. Okay. Bis dann, Dan. Bis dann, Liz. Er ist noch härter als Dans Kopf. Wow. Ein atavistisches Symbol für viele Dinge. So viele, dass einige von ihnen nicht in der Öffentlichkeit erwähnt werden dürfen. Aber sonst gibt's ja auch nichts. Guck mal, können wir mit dem Messer was machen? Nee. Etwas schreiben? Liz? Herz? Nein, niemand. Ich schreibe nichts. Okay, dann nicht. Ein Geschenk gibt man nicht zurück. Das ist sehr unhöflich und ich wurde in einer Schule für höhere Töchter erzogen. Alles klar, alles klar. Eine Art Plattenspieler in riesig. Fitz Randolph liebt uns alle. Hi, Anne-Marie. Willkommen, Komma, Elizabeth, Punkt. Die Galerie Allaire bedankt sich bei dir, Komma, weil du Queenie zu diesen 5 Bildern inspiriert hast, Punkt. Du hast mit ihr gesprochen, endlich. Ich wusste, dass ihr euch irgendwann versöhnt. Inkorrekte Schlussfolgerung, Punkt. Sie hat mit Kurier eine Nachricht geschickt, Punkt. An das Voodoo-Bild gehängt, Punkt. Ach ja, ich sah, wie sie es zu malen begann. Klammer auf. Ich hoffe, Komma, es hat dich nicht zu sehr belastet. Punkt, Punkt, Punkt. Klammer zu. Oh Mann. Irgendwie haben alle einen Knacks weg. Weswegen sollte mich ein Voodoo...